Okay. Wir schleichen nice wieder. And quiet. Und schauen jetzt mal hier oben. Geht's eher nach links oder nach rechts? Es geht eher nach rechts, deswegen wir eher nach links gehen. Okay, was haben wir hier? Adra. Na dann. Ab ins Köfferchen mit dir. Ein paar Pilze pflücken wir auch noch ab. Was haben wir bekunden? Siedlerpfeil. Die geht offenbar im Weg lang. Folgen wir dem Weg doch einfach mal. Haben uns Wege jemals zu einem schlimmen Ziel geführt? Herr Sumpflaura, ich glaube nicht. Sind Sie der Einzige hier? Ja, das ist ja sehr ungünstig für Sie. Haben Sie irgendwelche belebten Wurzeln dabei gerade? Oh, wunderbar. Ich kaufe ja normalerweise nur an belebenden Wurzeln. Oh, wie günstig. Hello. Ein Opal. Oder sowas. Wir speichern nochmal. Fallen habe ich jetzt keine einzige gefunden. Oh, ein korrumpierter Druide. Wie passend, dass wir gerade unsere dabei haben. Und Pfrgra. Ich glaube, wir töten das mit Druiden. Ich meine, der ist am schlimmsten. Noch einer? Ja, noch einer. Zauberer kann man ja nicht trauen. Apropos Zauberer. Okay, Druide ist kaputt. Wer auch immer gerade hier ist, wer ist das hier? Eine geringe Flammenfäule. Geht mal auf den einen. Dann hoffen wir mal, dieses Vieh ja kaputt. Du kannst gerade mehr bewegen, habe ich das Gefühl. Nochmal. Und auch mal die Flammenfäule. Ach, Windfäule ist das. Und ist damit Geschichte. Ja, das glaube ich dir. Haben wir was Besonderes hier? Trank des Bollwerks gegen die Elemente. Ah ja, all das stecke ich mal jetzt hier ein. Da ich die Tränke ja sehr, sehr oft auch nutze. Speichern. Finde ich hier noch irgendwas? Wie gesagt, Fallen habe ich bis jetzt noch gar keine gefunden, aber dafür wenigstens als ein oder andere Versteck. Und ich konnte immerhin die Angriffe selbst bestimmen. Vielleicht machst du einfach mal so, diese coole Wand mal zu nutzen. Ach, kann ich gar nicht, kann ich nur im Kampf machen. Dann lass das vielleicht sein. Ich könnte aber mich ein bisschen... Nein, das mache ich nicht. Ich könnte mich aber jetzt hier hinbegeben zumindest. Und du könntest schon mal beginnen, deine Geschosse zu wirken, während die anderen entdeckt werden. Sehr schön. Damit hast du schon mal einen größeren Teil deines Lebens verloren. Bist damit auch gestorben. Wir laufen weiter vor, gehen auf den nächsten Druiden ein. Der komische andere Typ reagiert gleich da oben, der Troll. Wie günstig. Jetzt kommt er erst. Hallo. Ich dachte, es wäre wieder so ein Sumpflaurer, aber ein Troll ist auch in Ordnung. Den kriegen wir relativ schnell klein. Zumal er sich nicht so richtig gut wehren kann. Durch die ganze Unterbrechung meiner, seiner Angriffe. Dafür hält er aber einiges aus. Sehr, sehr schön. So, einmal. Was ist das denn hier? Trank der Infusion mit Lebensessenz. Plus 50 maximale Ausdauer. Sofortwirkung. Wunderbar. Plus 50 maximale Gesundheit für 45 Sekunden. Das ist ganz cool. Sollte Arlott vielleicht mal nehmen. Bitteschön. Und... Bitte schön, meine ich. Und den Rest können wir hier in die Truhe packen. Eine Schriftrolle und Blutstein, in Ordnung. Das haben wir hier, belebtes Holz. Und dort, unwichtigen Klimskrams. Oh. Okay, wir speichern das Ganze mal. Gucken, ob wir hier noch eigentlich irgendwo hinkommen gerade. Vielleicht schleichend mal, vielleicht finden wir ja irgendwas. Oder habt ihr irgendwas bewacht? Ja, wahrscheinlich habt ihr das. Und vielleicht gehe ich mal kurz dahin, in den mittleren Raum. Ist nicht so ganz eindeutig, wie wir uns hier sinnvoll bewegen sollen, aber letztendlich gehen wir sowieso überall hin, wo die Karte dunkel ist. Siedlerpfeil wieder? Ja. Die Siedlerpfeile weisen wahrscheinlich in diese Richtung eher. Schwarzer Schlamm, zweimal. Ja dann. Kommt mal zu mir. Wunderbar. Erster Schlamm ist weg. Geschichte zerschlagen kann man ja nicht direkt sagen. Zermatscht auch nicht. Okay, wir haben keine Falle gefunden, außer dieser. Sehr schön, gut, dass wir die ganze Zeit geschlichen sind und nichts entdeckt haben an Fallen, jetzt aber schon. Hier ist eine größere Tour. Die könnten wir knacken. Wollen wir da rein? Natürlich wollen wir da rein. Alles, was verschlossen ist, muss doch interessant sein. Es ist schön, dass du unterscheidest zwischen Simple Tests und Dingen, die du gar nicht machen kannst. Es gibt nicht sowas wie schwierige Aufgaben oder sowas. Hallo? Liegt schon ein großes Schwert in der Mitte? Und zwei Animaten. Drei Animaten. Guten Tag.
Die waren zwar jetzt nicht super leicht, aber sie ließen sich besiegen auf jeden Fall. Du hast schon eine Wunde bekommen, wie praktisch. Dann zeig mir mal, was du davon hältst, dass du gerade getroffen wurdest von diesem komischen Kettenblitz. Wunderbar. Und das waren die Animaten. Ihr habt, glaube ich, so Kabel bei euch oder sowas, ne? Ja, hier Kupferkrams und Kupferbindungen und so. Wunderbar, vielen Dank. Wir schleichen weiter. Wir wissen nie genau, was es hier ergibt. Was ist das? Ewiges Streben nach Nationen und Gold. Sie waren unbarmherzig und furchtlos. Und hier finden wir einmal Suras Abendmahlteller. Suras Abendmahlteller wurde von Pheron Dulka von dem Tisch der Ogermatronen Sura gestohlen, nachdem er in ihr Lager eingedrungen war, um sie zu ermorden. Im Augenblick seines Triumphs zog Pheron den Eiseteller unter den Kopf der leblosen Matronen hervor und hielt ihn empor wie ein Schild. Er brachte den Teller und einige von Suras Essenswerkzeugen zu einem örtlichen Schmied und ließ ein Schild daraus fertigen. Die scharfen Klingen, die aus der Vorderseite des Schilds hervorragen, erwiesen sich im Nahkampf als hervorragende Abschreckung gegen Feinde. Pheron führte ihn regelmäßig im Kampf, bis er sein Schild, seinen Arm und sein Leben an Suras Tochter verlor. Das ist natürlich eher unangenehm. 8 Verteidigung. Ja, ich tue es erstmal in unsere Truhe, weil wir... Obwohl... Ich gebe es dir erstmal, damit wir das Spiel aber Eda zeigen können. Was ist das denn hier? Winziger Animat, ein Gleittier. Wie witzig. Ob er ein Experiment oder ein Unfall war, dieser winzig kleine Animat scheint trotz seiner geringen Größe völlig normal zu funktionieren. Er brennt vor Seelenenergie. Wie witzig. Auf in mein Täschchen. Und, wo ist mein Gleittier? Warte mal. Wir müssen noch hier einen Slot haben, genau. Packen wir mal den kleinen Animaten aus. I'm ready. Wo ist er denn? Da, wie neckisch. Schön. Ein neues lustiges Haustierchen. Also, das gefällt mir tatsächlich. Das sind so kleine Dinge, ganz ehrlich, in so Spielen, die manchmal einfach nur faszinieren. Das ist so das Pokémon-Phänomen. Jetzt will ich es auch alle haben hier. Und wissen, was man hier so bekommen kann. Dieser Gang ist ideal für Fallen, aber wir finden einen, genau. Vielen Dank. Noch eine. Guck mal, da ist noch was wir aufsammeln können. Und ansonsten sind wir wieder hier, wo wir rausgekommen sind oder reingekommen sind eher. Ja, wunderbar. Dann bewegen wir uns doch mal dorthin. Ruhig auch ein bisschen schneller. Muss auch nicht schleichen sein in dem Moment. Wie sieht es denn gerade aus? Ihr beide habt ein bisschen wenig Leben, der Hiravias und der Alot, aber das ist durchaus noch im Rahmen. Oder hält sich noch im Rahmen. Vielleicht kannst du ihn mal so ein bisschen heilen. I'm ready. Wunderbar. Dann speichern wir das Ganze, hören mit dem schnellen Modus auf, schleichen wieder und gehen weiter. Ein weiterer korrumpierter Druide. Guten Tag. Und... er ist tot. Wunderbar. Komm gleich zum nächsten, zum Pfrengra. Oh. Ah, verdammt. Oh, geringe Regenfäule. Um die können wir uns erst später kümmern. Kommen wir erstmal zu dir, der wahrscheinlich diese geringe Regenfäule hervorbeschworen hat. Du kannst aber trotzdem nicht gerne mal selbst heilen. Wunderbar. Und das war auch die geringe Regenfäule. Wundervoll. Gut, dass wir dich gerade so ein bisschen geheilt haben. Was finden wir denn hier? Hauptsächlich Krimskrams. Sehr, sehr schön. I'll see what I can find. Wir haben hier eine weitere Schriftsäule. Pikos konnte mit seinen Häuptlingen niemals eine Übereinkunft treffen. Wie kann ein Volk die Ordnung finden, wenn die Dunkelheit nie mehr bringt als eine Karte von Sternen am Himmel? Eine weitere Pfgra und weitere korrumpierte Druiden, die ich direkt mal umbringe. Vor allem welche Fernkampfangriffe gegen Leute starten, die ich sehr schätze. Weiter geht's. Na komm schon. Ich weiß, dass hier gerade angegriffen wird. Kommen wir jetzt zu geringen Windfäule noch schnell. Ach, verdammter Mist. Konnte doch noch was beschwören, die geringe Flammenfäule. Aber eigentlich müsste Durans aber gegen relativ immun sein gegen das Vieh. Warte mal, kannst du bitte mal angreifen? Wunderbar. For the Republic, schreit die Pelagina die ganze Zeit. Soll sie machen, das belebt der Holz nämlich trotzdem erstmal mit. Und den anderen Mist auch. Dass ich mal wieder gut verkaufen kann. So. Hello. Ist hier noch was? Hello? An Gegnern vielleicht. Bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut durch. Wir haben noch kein einziges Mal rasten müssen. Eine Keule. Eine ganz normale Keule und ein ganz normaler billiger Adra, den wir überall in dieser Welt finden.
Was gibt's noch? Könnten wir eigentlich da weitergehen? Nur aus Interesse? Sieht es aus, ob man da irgendwas hätte machen können. I'm ready. Gut, dass wir es nicht getan haben und stattdessen lieber ganz woanders hingehen. Niemals der Geist und immer das Fleisch sind ein Volk der gesenkten Augen. Aha. So, das ist eine größere Kammer mit Leichen und diversen Sporlingen. Na, guten Tag. Ich weiß noch nicht, was es hier mit auf sich hat. Ich würde aber ganz gerne jemanden nach vorne schicken. Need something? Ja, nicht gerade dich. Vielleicht dich. Die mal einen dieser Sporlinge angreift. Genau. Dann abhaut. Abhaut. Oder auch nicht. Bist du schon wieder verwirrt oder irgendwas? Du bist verwirrt tatsächlich, kein Witz. Arlott, mein lieber Freund, kannst du jetzt mal deine Barriere zaubern? Die wäre jetzt fantastisch. Da ist doch super. Oder musst du irgendwie, warte mal. Braucht die einen freien Bereich oder sowas? Nee, nee, so ist gut. So. Ja, das funktioniert so irgendwie. Und ansonsten greifen wir die Sporlinge an. Ach, die großen Pinsel kommen gar nicht hier angelaufen. Na, dann ist natürlich auch schlecht. Und weiter geht's. Die Barriere tut mal wieder ihren Dienst. Sehr schön. Ja, dann können wir ja mal angreifen. Hab ich den schnellen Bus aktiviert oder was? Das wirkt gerade ein bisschen so. Eine feuchte Spore. Ein treuer Begleiter jedes guten Bades, jedes unbelüfteten Bades zumindest. Die Feuchtspore ist kaputt. Kommen wir zum Sporling. Da ihr drei nicht gerade wirklich mithelft, schießt mal gegen den da hinten. Du hast übrigens schon Wunden erlitten, wenn wir gerade so auf. Das ist ja ganz günstig. Dann tritt doch bitte mal diesen Sporling. Und nochmal. Und den nochmal. Und den hier. Und das war's erstmal ein Sporling. Kommen wir jetzt zu dir. Autsch. Und jetzt ist natürlich noch mehr davon, das ist natürlich ganz klar. Obwohl eine nur noch. Eine weitere Falle, natürlich. So viel Spaß muss sein. Vielleicht solltest du dich mal kurz heilen. Sehr schön. Aber die Feuchtspruch ist auch so gleich Geschichte. Und das war's. Okay. Der Kampf ging eigentlich. Musste noch so ein bisschen mehr drauf achten. Verbrannte Dame war hier. Etwas Geld oder ein Schwert oder was? Ein gutes Stilett. Mhm. Die Pilze selbst lassen auch mal nichts übrig. Eine weitere Rüstung, eine Lederrüstung, einen Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg. Sagte schon Laozi. Was ist hier? Eine gute Kettenrüstung, in Ordnung. Und jede Menge Pilzkadaver. Lassen sie doch was übrig. Ja, Sporen natürlich. Weitere verbrannte Dame und... ich glaube, hier vorne sind wir schon geschlichen, deswegen müssen wir hier nicht mehr groß. Und weiterer Pilzmüll. Okay, hier geht's wahrscheinlich runter, könnte ich mir vorstellen. Nice and slow. Tatsächlich. Oh, eine weitere Feuchtspur. Hallo, guten Tag. Was ist das denn hier eigentlich? Oh, eine Falle. Ich weiß nicht, warum jetzt... Stopp. Du? Wo bist du? Entschärf das. Ach, schon gut. Entschärf das. Dankeschön. Das hat so halb gut funktioniert mit der Falle, aber hey, kann man gerade jetzt machen. Warte mal, warum jetzt gelb? Ich wollte gerade sagen, ist hier noch irgendein Gegner? Nein, ist er nicht. Was ich ganz gerne noch machen würde, ist, speichern, erstmal natürlich, ist, habe ich, dankeschön, mich kurz mal hierhin zu begeben. Im schnellen Modus durchaus auch. Aber bevor ich jetzt da runter gehe, will ich natürlich schon gerne wissen, was es hiermit auf sich hat, mit diesem interessanten, runden Kreis. Und wir gedenken bei dieser Aussage gleich mal all der Kreise, die nicht rund sind, die eine kleine Ecke haben, eine kleine Macke haben, ein bisschen unrund sind. Wir kommen da nicht hin, oder was? Wir kommen da nicht hin. Vielleicht kommen wir da irgendwie von... hier hin? Nee. Das, nee. Wirkt mir nicht, als ob ich da irgendwie hinkommen könnte oder hier lang. Vielleicht gehen wir da lang, bitte. Ich habe hier oben noch einen Weg übersehen oder sowas. Und das ist nicht der Fall. Gut, dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Oder, nee, da kann man rein. Und da wäre eine, genau, wäre ein Einstieg gewesen, beziehungsweise war auch sogar ein Einstieg. Hm.
Und schau doch mal nach, was uns denn so das nächste Level, die nächste Ebene dieses Dungeons so bringt. Der sehr, sehr verworren ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist okay. Ist aber eine Höhle. Die muss nicht den Gesetzen meiner räumlichen Ästhetik entsprechen. Mal schauen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass, glaube ich, so ziemlich jeder Dungeon sein eigenes Ladebild hat. Das finde ich ganz angenehm. Zumindest kommt mir das so vor, als wäre es so. Vielleicht haben sie es nicht oft genug wiederholt. Und wir schleichen voran. Der Animat bringt uns bestimmt Glück. Sieht aber sehr gepflegt aus. Okay. Ganz ehrlich, hier ist doch irgendwas. Sieht aus wie ein großer Thronraum oder sowas. Thronsaal. Auf einen Pfeiler dieser Nische wurde eine Reihe einfacher, aber klar verständlicher Piktogramme eingeritzt. In den Oberteil des Pfeilers wurden männliche und weibliche Gestalt mit erhobenen Armen eingeritzt. In den unteren Teil wurden Rüstungen in derselben Pose gemeißelt. Okay, hier kann ich wahrscheinlich was knacken. I can do that. Ausführen. That's settled. Wunderbar. Mit dramatischer Langsamkeit öffnet sich diese Tür. Und was entdecken wir dahinter? Bis jetzt nix. So richtig. Eine Regenfäule. Oh, schau mal. Was ist das denn hier? Ein riesiges Adra-Tor. Ja, wir können Schaden verursachen. Das ist schon mal sehr gut. Irgendwer verursacht offensichtlich Angriffe oder macht Angriffe, die Regenfäule immun ist. Aber wir haben viele Magier gerade unterwegs. Oder dabei, die halt... Danke für eure Essenz. Mit diesen Regenfeuern Gott sei Dank einen kurzen Prozess machen. So, ich will mir sehr gerne mal angucken, was da hier in der Mitte ist. Ein Mann und eine Frau aus glänzenden Adra gehauen, gießen die Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Tatsächlich, hier ist die Frau, da ist der Mann, die sehr theatralisch das Zeug hier rüber gießen. Der Mann so ein bisschen über die Schulter rüber, das ist ganz lässig, der Alte. Okay, gehen wir doch mal eine Tür weiter. Schleichen uns voran und gucken, ob wir noch weitere Elementkrieger, feindliche Elemente stoßen. Will-O-Wisp. Und Animaten. Sehen Sie eigentlich jetzt meinen Animaten als gefangen an oder ist das eher so. Ist das. Oh nein. Phantome. Das ist eher schlecht. Vielleicht könntest du mal etwas Feines machen. Und zwar. Ja, was eigentlich? Ein Kettenblitz zum Beispiel. Ja, ist eher schlecht, vielleicht so. Vielleicht in diesem Leben noch. Du kannst in der Zwischenzeit mal auf Phantome eintreten. Oh, du stirbst. Das ist schlecht. Dann hör auf damit. Und wer bist du? Du bist Durance. Durance ist auch eine feine Sache. Durance könnte dabei helfen, dass ihr nicht sterbt. Du kannst bestimmt auch schon was Tolles zaubern. Genau, du kannst verringert die Schadensreduktion, ist aber glaube ich, doch gar nicht mal so schlecht. Arlott macht bereits was, glaube ich. Ja, das macht nichts. Da kommt Blitz gerade raus. Hier kriegen wir aber ordentlich Schaden. Du spürst aber kurz mal was für deine Ausdauer. Du holst ein paar Fluggeschosse gegen das Phantom hier. Ich glaube nicht, dass du die ganz gut wegbrezeln kannst. Habe ich noch ein paar mehr davon gehabt? Nee, haben wir offenbar nicht. Ja, in dem Fall beschwöre Tentakel, die uns allen helfen werden. Wer bist du? Du bist Durance, das ist ganz gut. Hau mal auf, oder hau bald mal auf den ein. Oh, du hast 10 Wunden. 10 Wunden. Damit kannst du richtig Dampf machen jetzt. Aber du bist betäubt. Dann mach lieber keinen Dampf. Ja. Du bist wieder am Start oder bist noch am Start? Du bist immer noch 0,6 Sekunden betäubt. Du bist leider auch gleich Geschichte. Könntet ihr vielleicht mal auf den Animaten hier einwirken? Na, bitte? Könnte irgendjemand das Fieber treffen? Wir haben alle überlebt. Das ist, verwunderlich, aber, das haben wir genau so erwartet. So, was finden wir in der Vase? Wir finden eine Schriftrolle und einmal Mondstein. Dann ein bisschen Kram von Animaten. Weiteren Kram von Animaten. Ich würde gerne alle dabei haben übrigens. Und weiteren Kram von Animaten. Wunderbar. Du hast nicht mehr ganz so viel Leben, aber, hey, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Du hast eigentlich praktisch kaum noch was an Leben und Ausdauer.
Hier geht es offensichtlich weiter. Was haben wir hier? Eine Reihe von Hieroglyphen zeigt eine Art. I'm ready. Ach, nee, doch nicht. Eine Reihe von Hieroglyphen zeigt in einer Reihe anstehende Männer und Frauen, die in ein Becken hinabsteigen. Die Gestalten, die unten am Becken herauskommen, stehen mit ausgestreckten Armen und triumphierenden Gesichtsausdrücken da. Ja, die haben richtig Party gehabt da unten. Wasserpartys. So, hier ist ein weiterer Willowbiss. Will ich jetzt schon in den nächsten Kampf eingehen? Nicht unbedingt. Hier geht's ja überall weiter. Gehen wir doch erstmal hier unten links rein. Gibt offensichtlich reichlich Räume zum Abgrasen. Hier wurde irgendwas geopfert oder hat sich jemand hingelegt und ist nie wieder aufgewacht. Die Zeit war für die Gottlosen wie ein Schleier. Keine Segnung zu ernten, keine Gnade zu säen. Die Piktogramme dieser Nische porträtieren eine Prozession, die zu einem Altar zieht. Eine einzelne Gestalt liegt auf dem Altar, wo ihr ein anderes Mitglied der Prozession einen Dolch ins Herz treibt. Aus dem sterbenden Mann fließt etwas in einen weißen Stein, der über dem Altar gestellt wurde. Hallo Phantom, kannst du mir mehr darüber sagen, was hier abgegangen ist? Kannst du nicht oder willst du nicht? Phantom, hä? Sperrmodus kann im Kampf nicht aktiviert werden, jetzt aber schon. Okay. Kommen wir jetzt gerade da raus, wo wir vorher schon... Oh, eine Falle. Einmal knacken, bitte. Stopp. Bevor wir jetzt alle da reinlaufen, während du die knackst, oder zu knacken versuchst. Sehr gut. Weitere 150 Erfahrungspunkte, wunderbar. Was wollte diese Falle beschützen? Na, guck mal, hier wäre wahrscheinlich was rausgekommen aus der Falle. Geschickt. Toll. Ganz toll. Kann es sein, dass nicht jeder von uns schleicht? Kana, kann es sein, dass du einfach mal nicht schleichst? Warte mal. So? So. Wunderbar. Ach so, das ist die alternative Tür. Ich verstehe. Aber machen wir die einmal auf. Dann können wir wieder normal laufen. Wir können wieder normal laufen. Dankeschön. Mir ist manchmal nicht ganz klar, warum ich Leute ab und zu ab oder anwähle, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich manchmal etwas frickelig mit der Haus, mit der Maus bin. Okay. Schau doch mal die nächste Tür rein. Einmal das und das. Weitere Geister. Okay. Hallo. Ich weiß, ob du dir einen Gefallen damit getan hast, dass du jetzt direkt zu mir gekommen bist. Naja, komm, mach mal. That's it. We've lost Taravius. Oh, das stimmt. Naja, dann auch zum Phantom. Und zu diesem Geist. Na komm schon. Gut, dass wir den Druiden verlieren, war ja absehbar, muss ich gestehen. Wir warten kurz, bis wir uns wieder regeneriert haben. Wundervoll. Jetzt greifen wir die Animaten an, der hinten rumsteht. Und sich überhaupt nicht am Kampf beteiligt hat, was ziemlich dumm von ihm war. Schön übrigens, dass nicht alle mitmachen. Aber es geht wohl auch so. Danke für den Animatenkram. Und was haben wir hier? Weiteren Animatenkram und Geister- und Phantomzeug. Ich mag meine Beschreibung von den ganzen Kram. Quiet. Du bist eigentlich nicht mehr so richtig am Leben. Wie wär's mal kurz mal einmal rasten? Sehr schön. Und mal den Kram hier angucken. Sie verlassen ihre Körper und ihre Körper anzubieten und sich der Entschuldigung, das war jetzt gerade völliger Quatsch. Sie verlassen ihre Körper, um ihre Körper anzubieten und sich der Schwäche des Fleisches und Entkräftung der Knochen zu entsagen. Ah ja. Endlich haben sie die barbarischen Gottlosen gebeugt. Wir können hier was machen, das verstehe ich schon. Was ist das? Außer ein Brunnen. Könnte bitte irgendjemand da hingucken? Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adra gehauen, gießen die Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Ich speichere mal, bevor ich jetzt mal gucke, was ich hier machen kann. Ach ja, nichts. Okay. Adra und ein engvitanischer Schlüssel. Dieser facettenreiche Kristallstück wurde perfekt zugeschnitten und poliert. Danke sehr. I'm ready. In dem Fall können wir uns den nächsten Türen widmen. Und hier waren doch noch Willowisps oder irgendwas anderes, nicht wahr? Den widme ich aber erst in der nächsten Folge. Bis gleich.